Also, nachher nehme ich den Make-up-Schwamm und vorne in der Mitte an und tue es gegen oben und gegen außen auftragen. So. Doris Antonen ist Visagistin. Sie bevorzugt bei ihrer Arbeit Make-up in flüssiger Form. Mit einem flüssigen Make-up kann man sehr gut verteilen. Das lässt sich gleichmäßig auftragen. Und man kann von dem erwarten, dass es eigentlich den ganzen Tag hebt, dass man nicht immer wieder nachpudern oder nachflicken muss, sondern dass es einem eigentlich den ganzen Tag eine schöne Haut gibt. Das Auftragen von Make-up als Grundierung ist der erste Schritt beim Schminken. Doris Antonen schminkt Models für Fotoaufnahmen oder Moderatorinnen für Fernsehproduktionen. Und sie bildet in ihrer Schule angehende Visagistinnen aus. Mit der Grundierung mache ich ein ebenmäßiges Hautbild. Die meisten Leute haben Augenschatten oder vielleicht ein bisschen Rötungen im Gesicht, allenfalls ein paar Pickel, die einen stören. Und mit der Grundierung kann ich die Sachen einfach abdecken und habe dann nachher ein schönes, ebenmäßiges, ruhiges Hautbild. Kassensturz und Saldo haben 12 beliebte flüssige Make-ups testen lassen. Die Produkte sind in Parfümerien und im Detailhandel erhältlich. Sie kosten zwischen 5 und 58 Franken. Sie versprechen viel. Sie sollen sich dem Hautton anpassen. Halten lange. Während 16 Stunden. Oder beinhalten gar 3 Produkte in einem. Allen Make-ups gemeinsam. Sie enthalten eine große Anzahl Farbpigmente. So sollen sie Rötungen oder Flecken auf der Haut abdecken. Im Praxistest tragen Laborantinnen die Produkte den Probandinnen auf. Systematisch beurteilen die Fachfrauen das Hautbild nach dem Auftragen. Die Haltbarkeit nach 6 und 12 Stunden und die Deckkraft. Ein zweites Labor analysiert die Inhaltsstoffe. Denn Duftstoffe können Allergien auslösen. Werden solche Stoffe gefunden, gibt es Notenabzug. Ebenso, wenn bei einer Probandin im Praxistest Hautreizungen auftreten. Beides traf zu bei diesem Make-up Santé gekauft im Coop. Zu den gefundenen unerwünschten Inhaltsstoffen kam das ungenügende Abschneiden im Praxistest. Note 1,2. Kassensturz zeigt die Testresultate der Dermatologin Sabine Bruckert. Problematische Inhaltsstoffe müssen bei Kosmetika erst ab einer gewissen Konzentration deklariert werden. Alle im Labor gefundenen Werte lagen darunter. Wenn man das Produkt anschaut, das verspricht Naturkosmetik, offenbar ist es auch vegan. Was man leider nicht sieht in diesem Produkt, sind irgendwelche Angaben der Inhaltsstoffe. Doch genau diese Inhaltsstoffe können bereits in Kleinstmengen zu Hautreizungen führen. Vorsichtig sein müssen deshalb Konsumentinnen mit sensibler Haut oder wenn schon Allergien bestehen, etwa Heuschnupfen. Konsumentinnen wissen in der Regel ja nicht beim Kauf von einem Produkt, dass es mögliche allergene Substanzen drin hat. Um einen Hautschaden zu verhindern oder eine Kontaktallergie zu vermeiden, ist es sicher sinnvoll, wenn die Produkte so wenig wie möglich allergene Stoffe beinhalten. Allergene Stoffe fand das Labor auch bei folgenden Produkten. Manhattan, gekauft in der Migros. Abzug wegen mehreren unerwünschten Inhaltsstoffen. Note 3,1. Ungenügend auch das Produkt von Max Factor, gekauft im Coop. Notenabzug gab es wegen allergenen Stoffen und einer Hautreizung. Gesamtnote 3,2. Das Make-up von Essence ist das zweitgünstigste Produkt im Test. Es ließ sich gleichmäßig auftragen, aber es enthielt problematische Inhaltsstoffe. Note 3,3. Dieses Flüssig-Make-up von Maybelline enthielt zwar keine problematischen Inhaltsstoffe, erhielt aber einen Notenabzug wegen Hautunverträglichkeit. Note 3,5. Dieselbe Note erhielt die All-Day Liquid von H&M. Das Produkt deckte nicht gut ab. Dazu kam ein Abzug wegen allergenen Inhaltsstoffen. Im Visagistinnenkurs schminken nun die Teilnehmerinnen ihre Modelle.
Für die Grundierung verwenden sie einen feuchten Schwamm. Sie lernen vor allem, nicht zu viel aufzutragen. Also was mir am meisten auffällt, ist eigentlich junge, wunderschöne Leute, Frauen, mit der perfekten Haut, die wirklich sehr, sehr dick aufgetragenes Make-up haben, was ich schade finde. Also im professionellen Bereich sagst du eigentlich, du tust so wenig Make-up drauf wie möglich, aber so viel wie nötig. Genügend für diese Produkte ohne allergene Stoffe. Von L'Oréal Perfect Match. Gutes Hautbild, aber Abzug wegen Hautunverträglichkeit. Note 4,0. Das Clinique Make-up ist eines der teureren Produkte im Test. Note 4,4. Das teuerste Produkt im Test ist von Estée Lauder. Die Schwächen: Das Make-up war sehr dünnflüssig und schlecht dosierbar. Gleiche Note erreichte das Studio Fix Fluid von MAC. Es war dickflüssig und kam nur schwer aus dem Fläschchen. Endnote 4,7. Prädikat gut für diese NYX Full Coverage Foundation, gekauft im Globus. Gute Noten in allen Testkriterien. 5,0. Testsieger ist das günstigste Produkt im Test. Die Cyan Liquid Foundation von Lidl. Bestnoten beim Hautbild und es ließ sich schön gleichmäßig auftragen. Endnote 5,1. Auch diese beiden Produkte kommen ohne unerwünschte Inhaltsstoffe aus. Fünf von 10 Produkten enthalten unerwünschte Inhaltsstoffe. Wir haben es gesehen und sie sind ungenügend. Ganz schlecht abgeschnitten hat das Naturprodukt Santé Note 1,2. Der Hersteller schreibt uns: Grundsätzlich sind wir mit den Ergebnissen und Analysen einverstanden. Ende Zitat. Dann haben wir Stellungnahme zu den zwei nächsten Produkten. Das ist Manhattan und Max Factor, oder Factor, der Hersteller, schreibt uns dazu: Unsere Produkte sind bei normaler, zweckmäßiger Verwendung absolut sicher für die menschliche Gesundheit. Ende Zitat. Und dann haben wir noch L'Oréal, wo zu Maybelline etwas sagt bzw. schreibt. Nämlich folgendes: Bei normalem Gebrauch, Zitat, normalem Gebrauch, sei das Make-up sehr gut bzw. gut verträglich. Das nehmen wir alles so zur Kenntnis.